Wir schlagen die Luftmaschen an. Maschenanzahl ist ungefähr teilbar durch 20. Also ich schlage die Maschen, ohne die großartig zu zählen, an. Und fange mit dem Muster an. Ich zeige euch später, wie man es mit Luftmaschen dann mit übrig geblieben vorgeht. Also, die Luftmaschen haben wir jetzt angeschlagen. Wir häkeln ein Stäbchen in die sechste Luftmasche. In die siebte Luftmasche ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. In die nächste Luftmasche ein Stäbchen. Und nochmal ein Stäbchen in die vierte Luftmasche. Jetzt überspringen wir unten zwei Luftmaschen und gehen in die dritte Luftmasche und häkeln wieder ein Stäbchen. Und dann in die nächste Luftmasche ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. In die nächste Luftmasche ein Stäbchen. Und in die nächste Luftmasche wieder ein Stäbchen. Jetzt häkeln wir vier Luftmaschen. Überspringen unten fünf Luftmaschen. In die sechste Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Vier Luftmaschen. Jetzt überspringen wir wieder fünf Luftmaschen in die sechste Luftmasche. Ein Stäbchen. In die nächste Luftmasche nochmal ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, in die nächste Luftmasche ein Stäbchen und in die nächste Luftmasche nochmal ein Stäbchen. Jetzt überspringen wir unten zwei Luftmaschen. Und häkeln in die dritte Luftmasche ein Stäbchen. In die nächste Luftmasche wieder ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und dann wieder zwei Stäbchen in die nächsten zwei Luftmaschen. Eine Luftmasche unten überspringen wir, in die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Jetzt habe ich einen Mustersatz gehäkelt. Jetzt sind bei mir einige Luftmaschen übrig geblieben. Also ich mache das dann folgendes, ich mache die einfach auf. So kann man das auch für den Schall machen. Also man schlägt einfach Luftmaschen an in der Breite, die man haben möchte. Schlägt noch zusätzliche Luftmaschen, damit es für den Mustersatz auf jeden Fall ausreicht. Und wenn die Luftmaschen dann übrig bleiben, die einfach dann aufmachen. So, die zweite Reihe fange ich mit drei Luftmaschen an. In die ersten Luftmaschen häkle ich zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen.
So, jetzt in die nächsten Luftmaschen wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen. Und zwei Stäbchen. Jetzt häkle ich drei Luftmaschen und dann häkle ich hier in die Luftmaschen ein halbes Stäbchen. Und drei Luftmaschen. Und da auch ein halbes Stäbchen. Und drei Luftmaschen. Und da häkle ich wieder in die Luftmaschen zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. In die nächsten Luftmaschen auch zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und in die letzte, in die Luftmaschen ein Stäbchen häkeln. Dritte Reihe fange ich wieder mit drei Luftmaschen an. In die Luftmaschen wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und da auch zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, jetzt kommen vier Luftmaschen. Und in diese mittleren Luftmaschen ein Stäbchen häkeln. Jetzt drei, vier Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir da wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und in die nächsten Luftmaschen auch zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und ein Stäbchen in die Luftmaschen. So, jetzt häkeln wir die vierte Reihe. Die fangen wir mit sieben Luftmaschen an. Jetzt häkeln wir zwischen diesen beiden Elementen ein Stäbchen, dann vier Luftmaschen. Jetzt gehen wir in diese ersten Luftmaschen und häkeln zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Gehen wir in die nächsten Luftmaschen und häkeln wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Jetzt vier Luftmaschen.
ein Stäbchen hier zwischen. Vier Luftmaschen und ein Stäbchen in die letzte Masche oder in die Luftmaschen. So, die nächste Reihe fangen wir mit 6 Luftmaschen an. Ein halbes Stäbchen in die ersten Luftmaschen, 3 Luftmaschen, ein halbes Stäbchen in die zweiten Luftmaschen, in die nächsten Luftmaschen, 3 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir da wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, in die nächsten Luftmaschen das gleiche, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Mama. 3 Luftmaschen. Ein halbes Stäbchen in diese Luftmaschen. 3 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen hier arbeiten. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Ich gehe in die dritte Luftmasche rein und häkle da ein Stäbchen. So, nächste Reihe fange ich mit 7 Luftmaschen an. In die mittleren Luftmaschen häkle ich ein Stäbchen. Vier Luftmaschen. Jetzt häkle ich da wieder nach Muster 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und da auch 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Jetzt 4 Luftmaschen, ein Stäbchen in die mittleren Luftmaschen, 4 Luftmaschen und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Von unten gezählt 1, 2, dritte Luftmasche. Und die letzte Runde, die wird genauso gehäkelt wie die erste. 3 Luftmaschen. In die ersten Luftmaschen häkle ich 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. In die nächsten Luftmaschen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, jetzt häkeln wir 4 Luftmaschen.
ein Stäbchen zwischen diesen zwei Mustern, vier Luftmaschen. Jetzt gehen wir in die vier Luftmaschen und häkeln auch zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und in die nächsten Luftmaschen zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Also von unten gezählt gehe ich in die dritte Luftmasche und häkle ein Stäbchen. Für einen breiteren Schal oder Stola wiederholt ihr das Muster bis hierhin, also ihr häkelt diese Stäbchen, dann Luftmaschen, dann wieder diese Stäbchen und dann wieder die Luftmaschen und so weiter.